In seiner letzten Sitzung der aktuellen Legislatur wollte der Landtag einen Schlussstrich unter die Geschichte der Werftenkrise ziehen. Seit 3 Jahren hat der Parlamentarische Untersuchungsausschuss die knapp 1,5 Milliarden Euro teure Pleite genau unter die Lupe genommen. Nun ging es den Abgeordneten darum, den Ergebnisbericht abzustimmen. Die Große Koalition hielt diesen für objektiv, transparent und vertretbar. Ganz anders die Opposition. Fast 5 Jahre nach der Insolvenz der P&S-Werften ging im Landtag die Debatte beinahe von vorne los. Die Insolvenz der P&S-Werften und damit auch die riesigen Verluste waren vermeidbar. Allerdings war der Sanierungsversuch von Anfang an auch durch Fehleinschätzungen, unzureichendem Controlling und einer Augen-zu-und-durch-Mentalität der Landesregierung geprägt. Nein, die Werften waren aufgrund der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise, des Zusammenbruchs des weltweiten Handels und des Schiffbaumarktes im zweiten Halbjahr 2009 eben nicht mehr ohne fremde Hilfe überlebensfähig. Zur Erinnerung, 2010 erfolgte die Verschmelzung der Volkswerft Stralsund und der Peenewerft in Wolgast zu einem neuen Unternehmen, den P&S-Werften. Diese erhielten solide wirtschaftliche Hilfen von der EU, Bund und Land. Im Sommer 2012 wurde plötzlich bekannt, dass den P&S-Werften trotzdem 200 Millionen Euro fehlen. Mehrere Sanierungsversuche endeten schließlich mit einer Insolvenz. 4 Jahre danach macht die Opposition der Landesregierung schwere Vorwürfe. Wir haben aufgedeckt, dass Banken, Gutachter und Wirtschaftsprüfer unter den Augen und mit dem Segen der Landesregierung die Werften wie eine Weihnachtsgans ausgenommen haben und sich an der Sanierung eine goldene Nase verdient haben. Wir haben aufgedeckt, dass die Landesregierung frühzeitig über die Fehler im Sanierungsgutachten Bescheid wusste. Wir haben aufgedeckt, dass die rot-schwarze Landesregierung 10 Tage vor der Landtagswahl im Jahr 2011 die Pleite der P&S-Werften vertuscht hat. Anstatt die letzte Chance zu nutzen, um die Werften auf das richtige Gleis zu stellen, hat sie sich mit einem 2-stelligen Millionenbetrag Zeit für den Wahlkampf gekauft. Folgendes ist unumstritten. Wegen der Werftenkrise hat der Bund 230 Millionen Euro verloren, das Land 271 Millionen. Ein Volumen an Fördergeldern und Bürgschaften in Gesamthöhe von 1,5 Milliarden Euro konnte das Unternehmen nicht retten. 3 Jahre lang hat der Untersuchungsausschuss an den Ursachen und Wirkungen geforscht. Nun liegt der Bericht vor. Seine Inhalte jedoch interpretiert die Koalition ganz anders als die Opposition. Bei den Grünen, wenn man das hört, Herr Seifert, dann denkt man, sie sind irgendwo in einer Parallelwelt. Ich weiß nicht, wo Sie waren. Wir waren im Untersuchungsausschuss der PUR. Das, was Sie hier erzählen, hat mit dem Sachstandsverhalten, die wir dort ergründet haben, überhaupt nichts zu tun. Keine dieser im Vorfeld spannend erzählten Storys konnte auch nur ansatzweise durch die Untersuchung im Ausschuss bestätigt werden. Der Opposition ist es nicht gelungen, irgendwelche Belege für diese unterstellten Dinge zu finden. Bei den beiden betroffenen Werften in Wolgast und Stralsund sollte seinerzeit ein Eigentümerwechsel die Krise beenden. Trotzdem kriselte es an beiden Standorten weiter. Nun gibt es endlich wieder Hoffnung. Ja, die Werften sind ja durch die Genting-Gruppe gekauft worden. Das ist ja eine Gruppe, die in Hongkong zu Hause ist. Aber sich für Mecklenburg-Vorpommern, für die Werften in Wismar, in Rostock und in Stralsund entschieden hat. Damals noch mit dem Bremer Lloyd. Mittlerweile gibt es einen neuen Namen. Das heißt jetzt MV Werften. Ein Erfolg mit Auflagen. Die Schiffe werden zunächst einmal in Rostock und Wismar gebaut. Knapp 2700 Beschäftigte von den P&S-Werften können dort wieder Arbeitsplätze bekommen. Was aber die Werftenkrise angeht, diese ist nun endgültig Geschichte. Der Untersuchungsbericht wurde im Landtag abgestimmt. Dafür haben die Stimmen der Großen Koalition gesorgt.